Heute statte ich einen Besuch bei Alde Deutschland in Rötlein bei Schweinfurt ab. Grund genug, den längst überfälligen Tausch der Heizflüssigkeit zu tätigen. Aber wie funktioniert das? Christian Reisch zeigt es uns. Also mein Name ist Christian Reisch. Ich bin seit über 30 Jahren für Alde tätig. Ich kenne so ziemlich alles, was bei Alde gemacht und getan wird. Und was wir heute dem Markus speziell zeigen wollen, ist unser Befüll- und Entlüftungsgerät. Und möchten euch gerne die Vorteile und die ganze Handhabung dieses Gerätes erklären. Also wir sind jetzt beim Befüllgerät. Das Befüllgerät selbst besteht aus einem Tank mit 30 Liter Volumen. Und darunter befindet sich die Pumpe. Die Pumpe selber ist ein 230 Volt basierender Motor. Wir arbeiten hiermit dann auch über eine ganz normale Fernbedienung und können dann im Fahrzeug die Pumpe ein- und ausschalten und können somit den Befüllvorgang sicher kontrollieren. Zum Aufbau, wir sehen hier die Pumpe, wir sehen hier den Filter. Dieser Vorfilter ist zur Reinigung, sollte irgendetwas an Schmutzpartikeln in das Fass gelangen, wird es über diesen Hauptgrobschmutzfilter rausgefiltert, läuft dann nach der Pumpe in den sogenannten Füll- und Druckseitenschlauch. Dieser hier momentan versehen über ein T-Stück, welches wir dann am Ausdehnungsgefäß, was wir nachher sehen, oben anbringen. Diese Rücklaufleitung wird auf dem Ausdehnungsgefäß in den unteren Stutzen angeschlossen. Und als drittes haben wir dann noch, was wir für den Wasserwechsel benötigen, die sogenannte Spülleitung. Diese Spülleitung wird dann separat in ein eigenes Behältnis reingehängt und damit pumpen wir dann mit der neuen Flüssigkeit die alte Flüssigkeit hierüber raus in ein separates Fass. Und wenn neue Flüssigkeit an der Pumpenanlage ankommt, stellen wir über den Drei-Wege-Hahn um und lassen dann das gesamte System intern zirkulieren. Christian, die ganze Befüllung wird ja wahrscheinlich mit Druck passieren. Kann man das oder muss man das irgendwie regulieren? Das ist die Krux an der Anlage. Die Anlage kommt eigentlich aus dem Solarbereich und arbeitet mit einem Druck von 5,5 Bar. Das wäre natürlich für eine Anlage, wie unser System aufgebaut ist, viel zu viel und würde uns nur irgendwo Leitungen sprengen, öffnen. Deswegen haben wir ein sogenanntes Überströmventil, das einen Maximaldruck von 1,2 Bar zulässt und dann wiederum den Druck abbaut, aber den Volumenstrom behält. Weil das ist das Wichtige, um die Anlage so zu befüllen, dass wir das größtmögliche Volumen an Wasservolumen haben, ohne einen überhöhten Druck aufzubauen. Wo ist denn dieses Ventil? Das Ventil, wenn ich das zeigen darf hier unten, sitzt hier unten dran, ist einstellbar und nimmt uns über diese Bypassleitung den Druck nach oben wieder in das Fass rein und somit kann kein überhöhter Druck im System entstehen. Erster Arbeitsschritt ist, das Befüll-Entlüftungsgerät natürlich zum Fahrzeug. Das werden wir jetzt tun, hinbringen, anschließen, vorbereiten. Hier nehmen wir jetzt die Füll- und Rücklaufleitung vom Wagen runter und schließen dann im Fahrzeug diese beiden Leitungen an. Und dann, wichtig, diese Leitung, die uns dann das gebrauchte Frostschutz-Systemwasser, mit dem neuen schieben wir das alte Systemwasser raus und tun den hier rein und passen auf, dass der Umstellhebel auf extern ist und schließen jetzt den 230 Volt Anschluss mit der Fernbedienungssteuerung am 230er Kabel an. Nächster Arbeitsgang wäre jetzt im Fahrzeug am Ausdehnungsgefäß anschließen. Die meisten Fahrzeuge haben das Ausdehnungsgefäß entweder im Kleiderschrank oder aber in der Nasszelle in der Dusche. Je nach Fahrzeugtyp wird hier dann das Ausdehnungsgefäß weggenommen, diese beiden Leitungen angeschlossen oder wir haben noch eine andere Option, ab Generation 17 gibt es ein spezielles Doppel-T. Dieses Doppel-T wird dann direkt mit den Füll- und Rücklaufleitungen angeschlossen und am Ausdehnungsgefäß wird nur noch über eine Klemmzange das Ausdehnungsgefäß abgesperrt. Somit hat man überhaupt keinerlei Leitungssysteme mehr im Fahrzeug drin.
Das heißt schon wieder Zeitersparnis. Zeitersparnis und keine Leitungen, keine fremden Sachen mehr im Fahrzeuginneren vom Kunden. Wie gesagt, bei mir ist dieser Behälter in der Dusche versteckt. Der Ausgleichsbehälter kann in der Dusche, in der Nasszelle, in der Ecke sitzen, kann aber auch irgendwo im Kleiderschrank. Fakt ist, der Ausgleichsbehälter ist immer der höchste Punkt vom gesamten System. Abdeckung abnehmen. Hier realisiert über Klettverschluss. Dieses Ausdehnungsgefäß sind dann unsere beiden Anschlüsse. Dies ist die Füllleitung, dies ist die Rücklaufleitung, weil von hier das Systemwasser über dieses Rückschlagventil in den Ausgleichsbehälter geht und von hier aus quasi Druckseite wieder in das Heizungssystem weiterläuft. Deswegen nehmen wir dieses Ausdehnungsgefäß ab und setzen hier unsere beiden Füll- und Rücklaufleitungen vom Befüllgerät drauf. Also, wir haben jetzt das Ausdehnungsgefäß abgekoppelt und haben unser Befüllgerät angeschlossen. Hier ist die Druckseite. Wir drücken jetzt hier die neue Flüssigkeit rein durch das gesamte Fahrzeug und schieben somit aus der Rücklaufleitung das alte Systemwasser raus und draußen in unser Fass rein. Ich werde jetzt die Anlage starten. Die Pumpe läuft. Sie sehen jetzt hier neue Flüssigkeit, alte Flüssigkeit. Ganz klar am Farbunterschied zu erkennen. Man sieht jetzt auch hier sogar, wie Luftblasen noch vom bestehenden Heizungssystem rausgespült werden. Wir werden jetzt rausgehen und am Fass draußen, am Befüllgerät, schauen, wie das alte Systemwasser rausgepumpt wird und das neue rein. So, die Anlage läuft. Es wird jetzt die neue Flüssigkeit reingepumpt. Wie man sieht, vom Füllgerät abgesaugt. Und als nächstes sieht man hier drin, wie die alte Flüssigkeit rausgepumpt wird. Man sieht gerade bei der Flüssigkeit, dass auch noch genügend Sauerstoffeintrag in der Flüssigkeit mit drin ist. Wir lassen das jetzt so lange laufen, bis neue Flüssigkeit ankommt. Und erst dann stellen wir um auf die interne Zirkulation. Wir sehen, dass jetzt die neue Flüssigkeit zurückkommt. Wir spülen jetzt keine Flüssigkeit mehr in den alten, sondern jetzt stellen wir um und zirkulieren intern. Wir pumpen in das Heizungssystem rein. Die Flüssigkeit kommt wieder hier zurück, läuft wieder in das Fass. Hier wird der Sauerstoff wieder ausgestoßen und die Pumpe saugt unten wieder an und pumpt wieder in das System. Jetzt machen wir eine interne Zirkulation. Wie man an den Schläuchen sieht, ist komplett neues Systemwasser im Fahrzeug. Hier sieht man direkt, wie immer wieder kleine Luftbläschen mit zurückkommen. Können wir so gleichzeitig entlüften? So entlüften wir die Anlage und weil wir ja mit der neuen Flüssigkeit die alte Flüssigkeit rausgeschoben haben, haben wir auch wesentlich weniger Entlüftungsarbeit im gesamten System. Und diese Entlüftungsarbeit wird uns jetzt auch noch über das Befüllentlüftungsgerät vereinfacht oder quasi sogar abgenommen. Mhm. Bitte nicht vergessen, wenn ihr Bypässe im System habt, wie zum Beispiel Garagenheizung, Handtuchheizkörper, Fußbodenheizung, das muss natürlich dann auch einmal geöffnet und wieder geschlossen werden, um jegliche Luft- oder Systemwasser auch hier wechseln zu können. Wir haben die Anlage jetzt ungefähr 7 Minuten laufen lassen. Wir können die Füllpumpe jetzt ausschalten. Wir werden dann das Ausdehnungsgefäß wieder an das System anbinden. Wir müssen nur darauf achten, dass wir im kalten Zustand zwischen Minimum und Maximum den Systemwasserstand einstellen. Für euch gibt es eigentlich dann nur noch zu beachten, wenn ihr das Füllgerät anschließt, auf die Druckseite achten, wie ist die Flussrichtung in der Anlage, was ist die Rücklaufleitung. Mehr gibt es nicht zu tun. Die Anlage jetzt abschließen, die Schläuche aus dem Fahrzeug entnehmen. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt dazu, ihr könnt uns gerne kontaktieren. Wir helfen, soweit wir können. Danke euch.